Türken in Deutschland haben sich deutlich stärker an der Parlamentswahl in ihrem Herkunftsland beteiligt als an der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr. Die Auslandsabteilung der obersten Wahlbehörde in Ankara teilte mit, 34,3% der gut 1,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland hätten bis zum Ende der Frist am vergangenen Sonntag ihre Stimme in der Bundesrepublik abgegeben. Wegen der mit gut 8% geringen Beteiligung an der Präsidentenwahl im vergangenen August war das Verfahren für die Abstimmung am kommenden Sonntag vereinfacht worden. Weltweit sind 2,86 Millionen Auslandstürken zur Wahl aufgerufen. Ein knappes Drittel gab bereits ihre Stimmen ab. An Flughäfen und Grenzübergängen können Auslandstürken durch eine Sonderregelung noch bis einschließlich Sonntag wählen. Im Ausland lebende Türken stellen rund 5% der insgesamt 56,6 Millionen Wahlberechtigten.